Hallo und willkommen zu einer besonderen Episode Clash of Clans mit mir, Wilfried. Und heute, wir wollen heute den inoffiziellen, von mir damals aufgestellten Barbaren-Weltrekord brechen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war, ehrlich gesagt. Also, worum geht es? Wie viele Barbaren kann ich in 10 Minuten setzen? Clanburg nicht erlaubt, Zauber nicht erlaubt, Helden nicht erlaubt. Ich muss immer alle setzen und es muss so lange gewartet werden, bis entweder die Base zerstört ist oder bis die Barbaren kaputt sind. Das sind die Regeln. So, ich habe mir mal im Internet einen Countdown rausgesucht gleichzeitig, den ich jetzt gleich starten werde. 10 Minuten. Wir nehmen natürlich den Trank, den Trainingstrank. Oh, warte mal, vielleicht kriegen wir noch einen, vielleicht kriegen wir noch was umsonst beim Händler. Mal eben gucken. Okay, hat aktuell nichts für uns in der, nichts für uns dabei. Oh, den Machttrank, der wäre vielleicht was für Fredonaut, aber der wird wahrscheinlich wieder andere Angebote dann haben. Okay, also, Trainingstrank geht ja eine Stunde, von daher können wir den jetzt ohne Probleme benutzen. Und dann würde ich mal sagen, Moment, es geht gleich los, gleichzeitig draufdrücken. Ich zähle natürlich dann am Ende zusammen, wie viele wir geschafft haben. Also, Start der Barbaren-Weltrekords-Challenge in 3, 2, 1, jetzt. So, es geht los. Ja, ich bin extra in Bronze gegangen. Ja, es dauert die Suche natürlich wieder etwas länger. Hätte ich vielleicht mal bedenken sollen. Ich bin extra in Bronze gegangen, weil ich mir erhofft hatte, dass ich jetzt hier Bases finde, die ich leicht besiegen kann. Ja, okay. Ja, okay, ich nehme jetzt natürlich... Ich wollte ihn mitnehmen, aber ich konnte nicht. Ah, Mann, ey. Ja, genau. Es ist, was für ein Glück kann man haben. Ich habe eben die ganze Zeit Bases gefunden, ohne Mauern und ohne alles. Oh, ich drehe noch durch, so werde ich doch niemals gewinnen. Ja, super, ey. Willst du mich denn verarschen, Spiel? Ich habe eben die ganze Zeit Bases gefunden, die ich so leicht besiegen konnte. Ja, komm, ey. Ich habe keine Zeit mehr jetzt. Wir haben keine Zeit, wir müssen jetzt einfach mal angreifen. Und hoffen, dass entweder alle Barbaren einfach sterben oder dass sie halt die Base zerstören. Ich hatte eben echt so viele Bases ohne Mauern, ohne alles, wo ich gehofft hatte, ich könnte sie ja so leicht einfach mal eben mitnehmen und besiegen. Das hatte ich jetzt, ja, in diesem Fall klappt das einfach mal gar nicht. Oh, das wird ein Reinfall. Vielleicht muss ich ja nochmal wiederholen. Wir sind jetzt schon bei 9 Minuten. Ich habe mir gerade mal 260 Stück gesetzt. Oh Gott, was ein Reinfall. Was ein Reinfall. Ich hätte mir das so schön ausgemalt und irgendwie will das nicht so ganz... Vor allem Blacksteed CeLAN Community. Wer oder was ist denn CeLAN? Oh, die brauchen jetzt so lange, bis sie fertig sind. 8 Minuten 39 Rest. 8 Minuten. Oh. Ach, Leute, beeilt euch doch mal. Oh, wie geil das aussieht, einfach nur. Guckt ihr das mal an. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Wie das aussieht. Alter Schwede. Ja, super, Leute. Es ist. Kannst jetzt. Den Weltrekordversuch kannst du jetzt eigentlich schon in der Pfeife rauchen. Weil wir das niemals in 100 Jahren schaffen werden. Weil ich jetzt allein schon 2 Minuten... Ich habe schon fast 2 Minuten verbraucht für einen Angriff. Das wird nicht funktionieren. Ich bin echt ein bisschen sauer jetzt. Da sind ein paar durchgeflogen. Ich bin es, glaube ich, falsch angegangen. Ich glaube, ich muss tatsächlich auch Bases nehmen, wo die leicht sterben. Bedeutet, ich müsste eigentlich dann höher in den Pokalen. Ich habe mich, glaube ich, verzockt. Jetzt sind wir bei 7 Minuten 50. Ich meine, gut, es werden welche nachproduziert, das ist klar. Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder welche nachproduzieren. Das ist auch klar. So, das geht ja fix. Also das geht jetzt natürlich ultra fix, die nachzuproduzieren. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Wir gehen jetzt mal weiter. Also, wir sind jetzt bei 7 Minuten 35. Es ist noch möglich. Es ist noch möglich. Wenn ich jetzt eine starke Base finde, nehme ich sie mit. Ach komm. Ja, genau das. Genau das habe ich doch gesucht. Genau sowas habe ich gesucht, was man eigentlich relativ schnell kaputt machen kann. So, Leute. 4-Finger-Action, alle schnell gesetzt. Zack. Ist außen noch was? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob außen noch was ist. Sowas habe ich doch gesucht. Solche Bases. Genau. Ja. Alto Belly. Ja, genau. Sowas haben wir gesucht. Freunde, sowas haben wir gesucht. So, weiter. Ich muss jetzt da eigentlich jammen. Also bleibt uns jetzt eh nichts anderes übrig. Wir bauen wieder direkt welche nach. So, schnell. So. Nächste. Hätten wir am Anfang nicht so viel Zeit verloren. Wir sind jetzt bei 6 Minuten 47. Das hätten wir am Anfang die Zeit nicht verschwendet. Wir hätten es, glaube ich, noch besser geschafft. Aber mein Ziel sind jetzt zumindest erstmal 1000. In 10 Minuten. Nein. Lieber einmal weiterklicken. Oh. Ja, komm. Also, hätten wir Adler-Dev. Sehr gut. Wenn ich jetzt alle auf einen Fleck setze, müsste die Adler-Dev eigentlich angehen. Und dann müssten wir sterben. Das ist der Plan. Adler-Dev müsste meine Barbaren jetzt gleich killen. Komm, ein bisschen schneller setzen. 4 Finger. Zack, 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 schneller. Okay, die Adler-Dev geht schon mal drauf. Sehr gut.
Komm, Adler-Dev. Zerstör schon mal einige Barbaren. Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch generell hier alles ein bisschen höher ist... Okay, das war definitiv eine gute Taktik. Sind schon einige tot. Der Bombenturm macht sehr gute Arbeit. Der Minenwerfer, sehr gut. Und der Rest? Der Rest wird einfach von der Adler-Dev zerstört. Ja, sehr gut. Okay, das hätte ich mir am Anfang... Hätten wir am Anfang den Fehler nicht gemacht, wir hätten viel mehr geschafft. Aber man lernt aus seinen Fehlern. Los, Adler-Dev, kümmer dich drum. Ja, sehr gut. Mach sie alle kaputt. So, jetzt noch der Bogenturm. Ich denke mal, noch so ein paar Sekunden, dann ist es jetzt auch fertig. Ja. Ja, sehr gut, das waren sie alle. Weiter geht's. Haben wir jetzt schon wieder welche? Haben wir schon wieder welche in der Mache? Na, wir sind fast so weit. So. Neue ausbilden. Zack. Weiter geht's. Neue. Wir sind bei 5 Minuten 21. Oh, ist das spannend. Ist das spannend. Ich habe so lange schon so eine Folge nicht mehr gemacht. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe das mal mit... Oh, noch einen. Ja, sauber. Mit Bogenschütze habe ich das auch mal gemacht. Ich versuche jetzt echt so viele zu setzen, wie es geht. So schnell, wie es geht. Mit 4 Fingern, hoffentlich. Ja, auch wenn mir das nicht so ganz gelingt. So, zack, zack, zack. Oh, wir haben sogar einen Zuschauer. Der denkt sich wahrscheinlich auch, was macht der denn da? Lol, Level 14 Clan. Krass. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube nämlich, wir werden diese... Oh, Alto Belly. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht, wenn sie alle auf einem Haufen sind. Ja, okay, das ist natürlich jetzt mega schnell. Auch zum Glück. Das ist so die... Das sind im Grunde sind das so die zwei Taktiken, die wir machen müssen. Auf der einen Seite müssen wir Bases finden, die uns relativ schnell kaputt machen. Auf der anderen Seite müssen wir Bases finden, die relativ schnell zu knacken sind. So, ich weiß, wir werden ein paar Juwelen verbrauchen hierfür, definitiv, aber es ist es wert. So, 4 Minuten 22, 21, 20, komm. Wir suchen noch einen. Jetzt haben wir einen Lauf. So, jetzt versuche ich mal mit so vielen Fingern wie möglich. Gelingt mir das, die relativ schnell zu setzen? Ich habe sie vielleicht ein bisschen zu weit weggesetzt. Das war das Problem. Hätte sie vielleicht ein bisschen eher setzen können. Aber noch läuft's. Noch läuft's. Das kostet eigentlich mehr Gems, als ich dachte. Aber ich mal sagen, im Endeffekt... Jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt schon mal 60 Gems ausgegeben. Jetzt haben wir noch 3 Minuten 49 Zeit. Na, mal gucken. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt am Ende so schnell eskaliert. Aber es hält sich noch in Grenzen von den Gems. Wir gucken jetzt mal nach. So, wie viel haben wir jetzt? Oh, diesmal haben wir kaum welche. Ich meine, die sind schon schnell von der Ausbildung. Das ist jetzt kein Thema. Ich warte bis 20 Gems, glaube ich. Oder? Schaffe ich das zeitlich? Wie viel haben wir denn jetzt gehabt? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 260 haben wir aktuell. Wie sieht's aus? Ja, komm. Es muss sein. Wir müssen gewinnen. 3 Minuten 9. Wir können sowieso nicht mehr so viele Angriffe machen. Kriege ich den? Ja. Diesmal machen wir eine etwas andere Taktik. Diesmal gehen wir von innen rein. Komm. Von innen werden wir die Base jetzt infiltrieren. Nochmal 260. Er dauert jetzt ein bisschen, weil ich nur mit 2 Fingern setzen kann in die beiden Öffnungen. Wie sieht es an? Mit den beiden Fingern in die Öffnungen. So. Zack, 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 zack. Es ist einfach nur eine riesige Invasion von Barbaren. Es ist unglaublich. Ja, sieht man so ja auch nicht alle Tage. Ah, so cool, der hat sogar noch den Boost angehabt von dem pausierten Boost. Nein. Oh, das kostet wertvolle Zeit. Ich wollte schon gerade sagen, wenn der jetzt noch eine Bauhütte irgendwo in der Ecke gehabt hätte, dann hätte ich aber... Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen als Regel, wenn der Alarm geht und ich aber auf dem Dorf drauf bin, dann mache ich es natürlich noch eben zu Ende, weil dann kann ich es ja nicht abbrechen. So, das sei noch dazu erwähnt. Was haben wir jetzt? Es ist im Grunde immer das Gleiche von den Kosten ungefähr, ne? Es ist immer so 24, 25, obwohl ich den Boost drin habe, weil es mittlerweile einfach echt schnell geht. Eben ging es nicht so schnell, weil wir einen Fehler gemacht haben, aber jetzt ja. So, eben an die Ecke einsetzen, damit wir da oben auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Und den Rest jetzt schön verteilen. So schnell es irgendwie geht. Oh, er hat aber Bombentürme. Das könnte auch noch gefährlich werden. Entweder wir schaffen das jetzt. Alter, guck dir mal den Loot an. Wir kriegen sogar noch schön Loot dabei. Das hatte ich übrigens beim Runterleveln. Wenn jemand noch eine gute Liga sucht, wo viele Inaktive drin sind, Gold. Gold und Silber, ich hatte... Auch sogar Kristall 3 teilweise. Ich hatte nur Inaktive. Jeden Klick hatte ich irgendwie 300.000 von beidem. Es war richtig episch. Und jetzt, komm. Der Bombenturm ist noch da.
Hier wäre es natürlich jetzt cool, wenn die Truppen, die nicht sterben, wieder zurückkommen in die Base. Denn so haben wir jetzt natürlich schon... Boah, 400.000 von beidem, krass. Ja, so muss ich jetzt natürlich ordentlich reinkloppen, was die Gems angeht. Ist die Frage, ob wir noch zwei Angriffe schaffen. Schaffen wir noch zwei oder nicht? So, komm, zack. Wir haben noch... 51 Sekunden haben wir noch. 51 Sekunden. Das ist noch... Es ist noch möglich. Zwei Angriffe noch zu machen. Na, den muss ich leider weiterknicken. Das wird, glaube ich, unser Ende sein. Was soll ich machen? Ja. Was bleibt mir übrig? So, jetzt versuche ich mit so vielen Fingern wie möglich zu setzen. Das ist auch nicht so einfach. So. Es wird der letzte Angriff sein. Jetzt haben wir noch 23 Sekunden. Das werden wir nicht mehr schaffen. 18, 17, 16, 15. Das reicht nicht. Also wir werden diesen Angriff natürlich noch beenden. Klar, ich habe ihn ja angefangen, wo es noch lief. Wir sind auch deutlich über 1000 gekommen. Das ist auch schon mal sehr erfreulich. Aber wir werden mal sehen. So, plupp. Mach den kaputt. Alter, wie geil das aussieht. Ah, schon erschreckt. Ding, 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 ding. So, da habt ihr es gehört. Alles mit rechten Dingen zugegangen, zeittechnisch. 98% und... Ja, 100%. Alter, diese Anzahl an Barbaren. Ich zähle das jetzt mal zusammen. Ihr könnt ja mal... Wer hat denn mitgezählt? Jetzt können wir endlich auch mal wieder was anfordern. Irgendwas Normales. Und jetzt kann ich auch endlich mal hier wieder die Truppen ein bisschen variieren. Endlich darf ich mal wieder. So 10 Stück nämlich. Oder 11. Die mache ich alle raus. Machen wir endlich mal wieder ein paar Bogenschützen rein. Ha. So. Aber endlich mal wieder ein paar normale Trübskis hier am Start. 5 Stück davon oder 6. So, noch ein paar davon. Ah, endlich. So, und jetzt würde ich mal sagen, zähle ich das mal eben zusammen und dann verkünde ich gleich das Ergebnis. Bis gleich. So, ich habe das jetzt zusammengezählt. Ich komme auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 260 Barbaren. Und das sind 2080 Barbaren. Ja, das ist doch mal eine Anzahl, ey. Mein lieber Mann. Ich bin gespannt auf die Kommentare, ob ich das vielleicht mal mit einer anderen Truppe probieren soll. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr solche Folgen öfter sehen wollt, wenn ihr Ideen habt für solche Folgen, schreibt mal einen Kommentar. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann, ja, bis später. Macht's gut. Guckt in die Beschreibung. Und abonniert den Kanal. Tschüss.